Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Gamblindwort. Heute zum Thema Hyundai Kona. Ja, wir zeigen euch, wie der Hyundai Kona aussehen könnte. Das heißt, wir haben ein paar Projekte gemacht für das Auto, wie, ich sag mal, uns der gefallen würde. Ja. Der ist schon als Basis nicht schlecht, nur hier und da könnte man was ändern. Ja. Aber dafür sind wir da, wir Tuner, ja, allgemein, ob wir oder die anderen namhaften Tuner, dass wir hier und da Sachen ändern. Deswegen dürfen die vom Werk aus nicht perfekt rauskommen, sonst haben wir nichts zu tun. Obwohl die Hyundai, die sehen schon sehr, sehr aggressiv aus, ne? Finde ich schon. Ja, ich meine, der Kona ist jetzt relativ schlicht gehalten, ne? Aber findest du? Ich finde den brutal. Ja klar, von den Luftanlässen und so, aber trotzdem, so der Gesamteindruck ist ja recht schlicht. Weißt du was, ich glaube, viele stört dieses Part hier. Ja, diese Verbreitung, diese schwarzen. Ja gut, aber kann man ja als guten Anlass nehmen, wenn man gleich sieht, was man daraus machen kann, ne? Genau. Ob wir das Auto bauen oder nicht, das entscheidet ihr quasi, wenn wir genug Anfragen für das Auto bekommen. Ja, für das Kit, was wir zeigen werden, dann würden wir es bauen irgendwann, ja, so in den nächsten 2-3 Monaten. Wenn da jetzt nicht so viele Anfragen kommt, dann werden wir es natürlich nicht bauen. Das ist nur eine Studie quasi, was wir aus so einem Auto machen könnten. Ja. Zum Thema i30N auch noch, wollte ich mal sagen. Ein paar Leute haben geschrieben, ja, 2 Wochen vergangen und kein neues Video zum i30N. Jungs, Mädels, das geht nicht so schnell. Ja? Also, die Industrie braucht 3-4 Jahre, bis sein Auto entwickelt ist. Ja? Und wir können das nicht in 2 Wochen machen. Also, das dauert. Im Prinzip machen wir zurzeit den i30N, den Audi 80, den Golf 2, Priorität Golf 2 GP, mit dieses Breitbau und A6. Den A6 machen wir auch auf Brutal RS6. Look, den ganz neuen A6 Kombi. Nein, Avant, Entschuldigung. Ja, der heißt ja nicht Kombi, der heißt ja Avant. Deswegen, wir scannen diese Woche das Auto, nächste Woche geht er zum Fräsen oder zum Datenauswertung, zum Zeichnen und so weiter. Also das ist, wir zeigen 5-6 Autos jetzt auf einmal, die Projekte. Deswegen wird nicht passieren, dass wir zum Beispiel jetzt den 130N heute scannen, morgen fräsen, zeichnen, das geht nicht. Also da vergehen schon, ich sag mal, so 2 Monate, bis so ein Auto, ich sag mal, fertig dasteht. Ja? Das erste Bodykit. Also das ist Riesenaufwand und bitte das nicht unterschätzen. Ja? Dass man dann denkt, okay, da hat er mit dem Scanner gemacht, dauert eine Stunde, im Video sogar 15 Minuten. Und er ist fertig. Ja, also wir zeigen nicht alles. Das, was Riesenaufwand ist, das zeigen wir nicht. Ja, weil so lange wollt ihr gar nicht gucken. Das ist wirklich so. Ja, das ist kein Geschwätz oder sonstiges. Das ist wirklich so, dass das alles sehr lange dauert. Ne? Bloß die ganzen Kleinigkeiten. Ne? Dann sieht man hier noch eine Ecke, da noch eine Ecke, die man dann vielleicht am Auto nochmal ändert. Genau. Also bei dem i30N, es wird nicht nur das Bodykit gemacht. Es werden so viele Kleinigkeiten gemacht, bei dem Auto auch. Lasst euch überraschen einfach. Das sind wirklich, weiß nicht, 30, 40 Teile kommen für das Auto. Nicht nur von außen Bodykit, sondern auch praktische Teile, ja. Deswegen lasst euch überraschen. Und ja, so, Thema Kona. Ich sehe mal ein bisschen um. Wir zeigen das gleich nochmal als Bilder, wenn wir es einblenden, ja. Und am Ende machen wir so kleinen Carporn, ja, mit ein bisschen Musik, bla bla und so weiter. Also, guckt zu Ende, wird alles noch gezeigt. Achtung. So sieht der Kona schon etwas anders aus, finde ich. Guck mal, das sind so Kleinigkeiten bei einem Auto auch. Ja? Kannst du mit der Kamera vielleicht ein bisschen dran zoomen? Da muss ich ja nicht vergrößern. Oder ich vergrößere ein bisschen. Ja, das sind so kleine, ich sag mal, L-förmige Streben, links, rechts. Ja? Achtung. Jetzt sieht man die. Tack, tack. Konzentriert euch nur auf diesen Part hier. So. Finde ich sehr schön. So schöne Akzente gesetzt, die das Auto etwas eckiger machen. Ja? Vom optischen her. Oder? Was sagst du? No. Ja, auf jeden Fall. Hast du es schon gesehen überhaupt? Ja. Nee. Doch. Habe ich schon gesehen? Ja. Okay. Ja, ist gut. So, weiter geht's. So ein Haubenaufsatz. Ohne.
Ich finde das bei dem Hyundai, ne, die ganzen Designer, guck mal, wie schön alles geschwungen bei dem Auto ist. So viele Linien, so vom Design her ist das wirklich was ganz, ganz, ganz Modernes. Ne? Finde ich. Viele sagen, der Kona sieht nicht gut aus, aber ich finde, das Auto ist vom Design her, ja, also wirklich rein vom Design her, ist das wirklich ein sehr, sehr, sehr modernes Auto. So ist das Original aus. Also es gibt so einen schönen Frontspoiler, ja. Guck mal, der ist auch schön integriert. Ah, warte ich mal ein bisschen hier. Guck mal, wie detailliert wir arbeiten. Ja. Guck mal, das ist dieser schwarze Frontspoiler hier mit so einem geschwungenen. Guck mal, ist auch sehr schön vom Hyundai gemacht. Ne? Guck mal hier. Und dann geht das so quasi über. Ne? Also wirklich, es gibt, wenn man sich mit dem Auto richtig beschäftigt, ja, also wirklich designtechnisch, ist das eine 1 Plus. Wirklich. Ja. Ob das, es ist immer Geschmackssache. Der eine sagt, mir gefällt BMW, der andere sagt Mercedes, Audi, Ferrari, keine Ahnung. Ja. Nur wenn man sich mit dem reinen Design beschäftigt, ja, ist das Auto wirklich 1 Plus. So, jetzt wieder Serie. Ich finde brutal. Sehr, sehr brutal. Naja, jetzt zeigen wir ein bisschen von hinten. Achtung, bereit? Also, was haben wir verändert? Den kleinen Heckspoiler. Klein. So einen schönen Heckspoiler oben drauf, dass es so ein bisschen brutaler aussieht. Die Verbreiterungen drauf und einen Diffusor-Aufsatz. Oder einen kompletten. Ja. Ich finde, das ist ein ganz anderes Auto mit dem Bodykit. Ja. Guck mal, ob mitlackiert, also lackiert oder nicht lackiert, kann man immer noch entscheiden. Ich glaube, der würde richtig gut aussehen auch noch, wenn das alles in Rot lackiert wäre. Ja. Schwarze Scheiben, ja, wird das Auto optisch eine ganz andere Liga sein. Guck mal von der Seite, ne? So. Guck mal, allein diese Partie hier hinten, ja, wenn man so guckt, so. Ja. Schon. Was sagt ihr denn? Schreibt uns Kommentare. Ich bin wirklich immer sehr gespannt, was die Leute da schreiben. Ja, also wirklich, ich lese das und kommentiere und antworte und so weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr was Schönes uns schreibt. Wir haben auf dem Projekt zum Beispiel jetzt die Pfostenräder drauf gemacht. Ja, warum Pfosten? Ich mag den Jeff. Ja, wir sind schon ziemlich lange befreundet. Passen auch sehr gut zum Auto, glaube ich. Vielleicht könnte man eine Sonderserie machen mit Pfosten. Aber vielleicht direkt Pfosten USA, wenn das möglich ist. Schaut mal, wie das Auto aussieht, wenn nur die Verbreiterungen schon lackiert sind. Ja? Ich finde, das sieht schon anders aus, komplett anders. Ich mag den auch, wenn er ehrlich gesagt schwarz ist. Ja? Ist aber Geschmackssache. Hier zum Beispiel. Ne? Guck mal, wie schön das gemacht ist hier. Das ist so ein schöner Abschluss. Siehst du das? Ich finde das richtig schön. Das sind auch Linien. Ja, wirklich, guck mal hier. Das ist echt. Also den, der das gezeichnet hat, ne? Oder das Design gemacht hat, den hätte ich gerne kennengelernt. Ja. Um ihm eine Hand zu schütteln. Ja, melde dich. Hier der melde Aufruf, dich. Ne? Hey, der Aufruf, ruf mich an. Ja. Nein, also wirklich, der das wirklich gemacht hat, 1A. Also 1 plus, meine Note. Ja, und ich mache das 20 Jahre jetzt und ich hoffe, derjenige, der das gezeichnet hat, sagt nicht, Melzer, du übertreibst. Ne? Ja, ich hoffe es. Ja. Auch hier haben wir wieder, guck mal, in schwarz die Rahmen gemacht, siehst du? Die fließen auch so schön über. Hier, guck mal, schön, die ganze Linie gefällt mir wirklich sehr. Ja. Also für meinen Geschmack. Hm. Original. Oh, jetzt habe ich hier was, wo ich das gesehen habe. Ne? Wenn wir den Kona bauen, ne, in der Farbe, dann nenne ich das Auto, habe ich schon mit der Torpedogruppe abgesprochen, mit dem Tom, wir haben uns kaputt gelacht, weil ich nenne das Bodykit wird heißen Fetter Limette. Wir haben uns am Sonntag kaputt gelacht mit dem Tom. Ich habe die Projekte schon per WhatsApp geschickt und habe gesagt, was hältst du davon? Das ist eine fette Limette. Und
und der Sonntag war gerettet. Ja, also wie ihr auch mitbekommt, bei uns ist alles mit sehr viel Spaß verbunden. Ja? Manchmal ein bisschen stressig, aber meistens mit Spaß. Achtung, das Video schneiden wir gleich am Ende. Das Video schneiden wir am Ende von unserem Video gleich noch rein. Achtung. Geil. Ich finde sexy. Ich finde sexy. Achtung. Guck mal, jetzt in Rot. Guck mal, wie eckig die Kostbürger sind. Siehst du das? Ich finde das sehr schön. Den Haubenaufsatz vielleicht einen dicken länger. Oder? Jetzt sehe ich gerade von oben. Ich würde ihn tatsächlich so lassen. Also, das Auto, ehrlich, sieht brutal aus. Hier ein anderer Motor rein. So 300, 350 PS. Und Halleluja. Guck mal. Guck mal, die ganzen Wölbungen. Hier. Also das Auto ist schon geil gemacht. Wirklich geil. Respekt. Also ich kenne zurzeit keinen zweiten Tuner, der so arbeitet. Ja, also vielleicht kennt ihr jemanden, der so die Projekte zeichnet und so weiter. Und auch zeigt als Video, ich sag mal, das ist ja alles Zeichnung, das ist ja kein echtes Auto. Das sieht echt gut aus. Mit den schwarzen Scheiben, das, was ich vorher gemeint habe, sieht das schon geil aus, oder? Also im Prinzip haben wir zu dem Design vom Hyundai, also von Kona, noch dazu was gemacht. Ne? Also wir haben die Linien und so weiter vom Auto gelassen, wie die sind oder wie die waren. Nur dazu noch so eine kleine Unterstreichung.